alle Menschen, heute geht es um die gelesenen Bücher aus der ersten Hälfte des Monats Juni. Und das ging leider schon nicht so prickelnd los mit dieser Biografie über Antoine de Saint-Exupéry. Und zwar wollte ich da noch etwas Kurzes vor dem Urlaub, insofern habe ich es wahrscheinlich schon im Mai gelesen, beziehungsweise nicht gelesen, sondern nach ein paar Seiten dann doch abgebrochen. Weil mir die Schreibweise und so die Art der Präsentation dieses Lebens überhaupt nicht gefiel. Meiner Meinung nach war das viel zu unstet. Der zitiert da irgendjemanden und dann zitiert er aus Antoine de Saint-Exupérys Werken und meint, dass das alles zusammengehört und ein Beweis füreinander ist. Er hat, glaube ich, auch noch nie etwas von der Trennung zwischen Werk und Autor gehört, denn er nennt Antoine de Saint-Exupéry immer wieder den kleinen Prinzen. Also sagt, der kleine Prinz machte dann das und das und erzählt aber aus seinem Leben. Bin total verwirrt über diese Vorgehensweise und behauptet eben irgendetwas über sein Leben und belegt es dann mit Zitaten aus dem Werk. Ich gebe euch mal kurz ein Beispiel. Immerhin hatte der kleine Prinz sich die Zuflucht bewahrt, ins Spiel zurückzufinden. Deshalb konnte er wieder zu seinem Planeten zurückkehren und von neuem seine Rose pflegen. Die Frage ist, ob diese Rückreise nicht nur ein Wunschtraum blieb, ob Saint-Exupéry, denn es handelt sich immer um ihn, bis zum Ende dem Geist der Kindheit treu war, oder ob er einen melancholischen Doppelgänger in dessen Reich entsandte, während er sich in der Zitadelle des großen Kite einschloss. Sagt man Kite? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Es geht noch so ein bisschen weiter. Und dann bringt er ein Zitat aus dem kleinen Prinzen. Blablabla. Denn diese Blume ist zunächst eine Absage an alle anderen Blumen. Und eben nur unter dieser Bedingung ist sie schön. Und dann wieder Fließtext. Diese Rose, diese Blume, ist sie nicht eine Frau? Und also das so geht es die ganze Zeit, also gefiel mir nicht sehr gut, ich fand das sehr unsachlich, er selbst nutzt dann auch so ganz viele Metaphern, also der Autor, Luc Eston, war nicht meins, habe ich abgebrochen, werde ich jetzt auch nicht zu irgendwelchen Statistiken dazu zählen, ich wollte nur euch davon erzählen, kommt jetzt in den Bücherschrank. Es ging weiter mit etwas sehr Ungewöhnlichem für mich, nämlich The Perks of Being a Wallflower, ein recht gehyptes Jugendbuch, zumindest so vor ein paar Jahren. Und ich wollte halt auch hier etwas Kurzes und etwas auf Englisch für meinen Urlaub mitnehmen, was aber vielleicht auch mir nicht ganz so am Herzen liegt, damit es so ein bisschen im Rucksack kaputt gehen kann. Und von diesem Buch kannte ich vor allem vorher auf Tumblr diese 100.000 Zitate. Ich möchte euch mal ein paar vorlesen, denn ich finde schon, die sind sehr eingänglich, muss ich zugeben, wenn auch manchmal, naja, vielleicht nicht immer ganz mein Ding, aber ihr werdet sie, glaube ich, auch erkennen. Das hat man schon 10.000 Mal gehört. Zum Beispiel. So, this is my life, and I want you to know that I am both happy and sad, and I'm still trying to figure out how that could be. Oder dieses hier. Charlie, we accept the love we think we deserve. Und noch ein letztes. Dieses ganz berühmte, würde ich sagen, aus diesem Buch, auch wenn es aus dem Zusammenhang genommen gar nicht so viel Sinn ergibt, aber ich meine, and in that moment, I swear we were infinite. Genau, also die kannte man vorher schon und ich bin der Meinung, das hier ist der bessere Fänger im Roggen. Was bei mir zugegeben noch nicht so viel heißt, denn ich hasse den Fänger im Roggen. Aber Charlie ist auch quasi so an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Er hat viele Probleme mit der Welt, er hat auch viele Probleme mit den Erwachsenen, kommt mit vielen nicht klar, versteht vieles nicht. Aber er verurteilt nicht so unsäglich jeden, wie es Holden Caulfield in Der Fänger im Roggen macht. Ganz im Gegenteil, also er sieht ein, dass Menschen verschieden sind, dass man oft nicht weiß, was so dahinter steht. Und das ist so sympathisch. Er ist halt, ja, er versteht die Welt noch nicht und sich selbst auch nicht und er wundert sich, aber deswegen wird er nicht so arrogant und erklärt gleich die ganze Welt für phony, wenn ich dieses Wort immer höre, könnte ich ausrasten. Das fand ich halt sehr, sehr nett. Auch diese so Verbindung aus den Büchern, die er liest und dann seinem Leben, war interessant, manchmal vielleicht ein bisschen zu plump. Also wenn ich mich jetzt so richtig zurückerinnere, nimmt er, glaube ich, zum ersten Mal Drogen, als er On the Road liest. War das so, glaube ich? Also ja, es war ganz interessant. Das sind halt leider, finde ich, irgendwie so ein bisschen die Titel, also halt Klassiker, die jetzt jeder kennt. Ich meine, ich finde tatsächlich auch, dass die wichtig sind zu lesen, aber wichtig sind zu lesen? Naja. Aber ich hätte mich gefreut, wenn vielleicht der Lehrer, der eben diese Bücher gibt, noch irgendwie mal noch etwas Außergewöhnliches mitgibt, von dem man halt irgendwie noch nie gehört hat. Aber es sind wirklich die Klassiker, also Wer die Nachtigall stört oder Walden und so weiter und so fort. Da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr gewünscht, weil Charlie halt schon auch ein besonderes Kind ist. Aber ja, Klassiker kann man natürlich auch nicht oft genug nennen. Was mir auch sehr gut gefiel, ist so die Verarbeitung, sage ich mal, schwieriger Themen, teilweise eben auch nur in Nebencharakteren, teilweise auch im Protagonisten. Das gefiel mir und zwar auf eine bessere Art und Weise als Der Fänger im Roggen. Da klingt das ja auch mal an. Ich will jetzt niemanden spoilern, der entweder das eine oder das andere noch nicht gelesen hat. Aber hier finde ich,
denkt er halt auch viel, viel mehr auch über andere Leute nach, was die vielleicht Schweres erlebt haben. Oder er erinnert sich plötzlich an etwas aus seiner Kindheit, was er damals gar nicht so wahrgenommen hat, wo er erstmal begreift, was da eigentlich passiert ist mit dem anderen da. Und ja, deswegen fand ich es im Großen und Ganzen wirklich empfehlenswert. Also falls ihr ein Jugendbuch lesen wollt, eine Coming-of-Age-Geschichte, das macht sein Ding solide. Es ist halt ein Jugendbuch und ich fand es ganz gut. Danach las ich etwas, was mich leider auch nicht vollkommen überzeugt hat. Es ist A Gathering of Shadows von Wei Shuo, was ich zusammen Buch mit Vilja und Lotte las. Ein zweiter Teil ist das ja, obwohl der erste an sich erstmal geschlossen ist. Also falls ihr in die Welt nur mal reinschnuppern wollt, das erste hat ein gutes, solides Ende, wo man jetzt nicht irgendwie an der Klippe hängt und deswegen kann man da ruhig auch mal reingucken. Hier gibt es natürlich immer noch viele Dinge, die uns gefielen. Wir waren uns auch alle ziemlich einig. Der Sprachstil ist toll, sie hat schöne Formulierungen, die Leute sind auch schön schlagfertig. Man hat immer wieder so ironische Dialoge. Aber so der Aufbau und das Tempo, machten uns hier ein paar Probleme. Und zwar wird schon auf dem Buchrücken angekündigt und unsere Protagonisten wissen, glaube ich, auch so auf Seite 100 spätestens dann, dass es ein großes magisches Turnier geben wird. Das ist so das Ding, auf was das ganze Buch hinarbeitet. Und es beginnt erstmal ganz langsam, so 150 Seiten vor Schluss. Da ist ganz viel zwischendrin, wo nichts passiert. Ich meine, die Leute reden und vielleicht laufen sie mal von A nach B, aber nichts von Belang passiert. Das ganze Buch über erstmal, muss man sagen. Und ich muss zugeben, dass das von mir jetzt auch so ein bisschen inkonsequent ist, denn sonst bei Fantasy-Geschichten sage ich ganz oft sowas wie: Oh nee, schon wieder jemand, der die Welt retten muss und wir haben eine große Quest und im allerschlimmsten Fall auch noch einen Auserwählten. Und hier, wenn es jetzt endlich mal nicht so ist, gefällt es mir offensichtlich auch nicht. Aber ich meine, ich will nicht unbedingt, dass sie die Welt retten müssen, aber ich habe mir irgendwie ein bisschen ein Ziel gewünscht, einen größeren Zusammenhang. Denn man muss auch sagen, wenn dann das magische Turnier kommt, ich meine, ja klar, es ist irgendwie ein bisschen spannend und jetzt haben wir halt Action und es ist vor allem, es ist so diese schöne Art von Magie, wie man sie sich vielleicht als Kind vorgestellt hat. Also es ist so an Elemente gebunden, aber trotzdem machen die Leute halt einfach so und dann kommt ein Luftstoß und sowas. Das ist so, also es gibt, glaube ich, kein großes Magiesystem jetzt, sondern das ist einfach so diese coolen magischen Kräfte. Aber mehr ist es halt auch nicht, ne? Es ist nur ein Turnier, da kämpfen ein paar Leute gegeneinander. Also es geht ja nicht mal auf Leben und Tod, die kämpfen ja eigentlich auch Spaß. Und da ist nichts Großes, Tiefes dahinter. Also selbst wenn wir dann zu dem großen Ding dieses Buches kommen, gibt es uns als Leser eigentlich nicht sehr viel. Ich muss auch sagen, ich würde die Protagonisten jetzt noch nicht als Klischees bezeichnen, aber in dem Buch waren die Handlungen schon ein bisschen vorhersehbar. Auch so ein paar kleine Twists zwischendurch. Ich dachte, das war sowas von klar, das habe ich euch im ersten Buch schon gesagt. Ja, also es ist immer noch unterhaltsam. Und ich sag mal, kommt ein dritter Teil raus, werde ich mir den jetzt nochmal kaufen. Es ist aber noch nicht ganz raus, ob das halt eine Trilogie oder eine längere Reihe werden soll. Und wenn der dritte Teil so wie der ist, werde ich danach aufhören, würde ich sagen. Also für jetzt war es nochmal okay und der Sprachstil hat mich definitiv durch das Buch getragen. Aber für ewig wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Danach las ich dann Ein Kind Gottes von Cormac McCarthy, über das ich ein wenig länger reden muss. Ich hörte vorher nur Gutes über dieses Buch und ich habe mich auch darauf eingestellt, dass es ein unsympathischer Protagonist sein wird, denn das hat auch jeder erwähnt. Das ist auch ein bisschen so der Sinn des Buches. Aber Ballard, unser Protagonist, ist ein Arschloch sondergleichen. Er ist für mich so der Inbegriff des Südstaaten-Hillbillies, der überall mit seinem Gewehr hinrennt und an seinem Gürtel tote Eichhörnchen hat, die er dann frisst und überall hinspuckt. Er ist Chauvinist, er ist Rassist, er ist eventuell Vergewaltiger, ist nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall Nekrophiler und ein Mörder, der Leute ermordet, um dann mit ihren Leichen zu schlafen. Insofern definitiv auch irgendwie ein Vergewaltiger. Also sein Verhalten setzt wirklich so alle Häkchen für einen Redneck im extremsten Fall. Und aber auch nicht nur er ist so, sondern diese ganze Welt, das sind so die Südstaaten in den 60er Jahren, das ist so dreckig und eklig und auch nicht nur der Ort, sondern auch die Menschen und auch so innerlich. Also alle reden auch sehr, sehr tump und man hat schlecht das Gefühl, also schwitzen ständig und spucken überall hin. Es gibt eine Szene mit einem, also es wird nie näher beschrieben, aber ich würde jetzt sagen, mal so zurückgebliebenen Kind, um das sich auch keiner kümmert, was dann einem Vogel die Beine abbeißt und isst. Und das interessiert auch gar keinen. Ich habe mich gefühlt wie in The Hills Have Eyes. Das Ganze wird in sehr kurzen Kapiteln erzählt, in dem es auch immer mal wieder Perspektivwechsel gibt. Zum Großteil ist es so in der dritten Person halt über Ballard beschrieben und dann gibt es immer mal so alltagssprachliche Einwürfe in erster Person, die so klingen, als ob einem das quasi jemand gerade so an der
Bon erzählen würde. So dachte man, ja, den Bellard, über den kann ich euch was erzählen. Und so baut sich halt langsam auch über die Vergangenheit ein Bild auf. Die Sprache ist sehr vulgär und gewalttätig und ich finde an viel, viel weniger Stellen als zum Beispiel in Die Straße mal ein bisschen poetisch, aber nicht so, dass ich das erwähnen würde. Andere Leute sagen so, und ich hab von diesem Buch erhofft, dass ich das lieben werde, eben wegen der Sprache. Ich finde, vielleicht ist ja was in der Übersetzung verloren gegangen, aber Die Straße habe ich auch auf Deutsch gelesen, fand ich großartig. Hier hat mich sprachlich nicht besonders viel beeindruckt. Eine Sache, die ich auch immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn Nigger im Fließtext vorkommt. Also wenn uns der Autor zeigen will, wie es eben damals war, klar, dann kann er die Leute ja so sprechen lassen, aber wenn das so im Erzählfluss einfach kommt, da bin ich mir immer unsicher. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß immer nicht, was ich dann von dem Autor halten soll, weil das ist ja dann niemand mehr, der so redet. Eigentlich ist es ja der Erzähler. Finde ich seltsam. Und am Anfang kam mir Zeitformwechsel ein bisschen seltsam vor, die ich nicht erklären konnte. Also es war innerhalb eines Kapitels. Ja, das war dann aber nicht so wichtig. Im Großen und Ganzen ist dieses Buch einfach sehr, sehr kalt. Es gibt hier überhaupt nichts Positives oder Warmes. Und ich muss zugeben, dass es mir hier schwer fiel, irgendwie so den Schritt zurückzugehen und zu analysieren und vielleicht zu erkennen, was der Autor mir damit sagen will, weil Ballard eben so unausstehlich ist. Wirklich. Und ich konnte auch zu so seinem Außenseitertum diesmal nicht so viel abgewinnen. Es gab ja einen tollen Satz, der mir gut gefiel. Wer war das eigentlich? So der Sheriff oder so, Deputy, glaube ich, der ihm etwas sagt, nämlich Mr. Ballard, sagte er, Sie müssen sich entweder eine andere Lebensweise suchen oder einen anderen Ort auf der Welt, wo Sie so leben können. Und irgendwie, ja, ich konnte auch diesem typischen, sag ich mal, ja, er hat keine Eltern mehr und eine schwierige Kindheit und er isoliert sich zunehmend und hat letztlich gar keine Verbindung mehr wirklich zu dem Menschen. Nicht viel abgewinnen, da habe ich nichts Neues gelernt. Das war dann leider irgendwie nicht mehr so mitreißend. Ich meine, an sich ist es natürlich ein tolles Thema, dass man irgendwie zunehmend jegliche Humanität verliert, auch alle gesellschaftlichen Bande dann abbricht. Und trotzdem, also darauf wäre der Titel raus, und trotzdem noch ein Kind Gottes ist. Aber ja, irgendwie erweckte diese Einsamkeit bei mir auch kein Mitleid. Ich konnte das nicht nachvollziehen, warum er sich so entwickelt. Ich meine, andere Leute haben auch keine Eltern und deswegen töten sie keine Leute in den Bergen und schleppen sie dann in Höhlen, um sie zu vergewaltigen. Und im Großen und Ganzen fand ich das Buch einfach irritierend und zwar nicht auf die positive Art und Weise, also so nach dem Motto, wow, davon habe ich ja noch nie gehört, das hat mein ganzes Weltbild jetzt verändert und mich erschüttert, sondern mehr so in die Richtung, oh, davon habe ich ja noch nie gehört und das war vielleicht auch ganz gut so. Ja, aber dieses Buch ist ja hochgelobt. Also vielleicht habe ich hier jetzt wirklich irgendwas nicht mitgekriegt, vielleicht ist mir was entgangen. Ich will euch nicht davon abraten, weil ich Cormac McCarthy in seinem anderen Roman großartig fand. Das hier war auf jeden Fall nichts für mich. Mir ist da, glaube ich, irgendwas abhanden gekommen. Dann lasse ich mal wieder Paul Celan. Hier in diesem dritten Teil der gesammelten Werke sind seine ersten Gedichte, die er später dann nicht nochmal auflegen ließ, und seine letzten, die er einfach nicht mehr für den Druck vorbereiten konnte. Außerdem finden wir hier so ein bisschen Prosa, was aber auch teilweise Reden sind und Antworten an Zeitschriften, aber auch eben so sein einziges erzählerisches Werk, was er so selber geschrieben und als solches auch verstanden hat. Da merkt man auch, dass Paul Celan selbst in der Prosa alles andere als eine alltägliche Sprache benutzt. Ich möchte euch da gerne mal ein Beispiel vorlesen. Ja, treffen sich quasi zwei im Gebirge und dann steht hier: Da stehen sie, die Geschwisterkinder, auf einer Straße stehen sie im Gebirg. Es schweigt der Stock, es schweigt der Stein und das Schweigen ist kein Schweigen. Kein Wort ist da verstummt und kein Satz. Eine Pause ist's bloß, eine Wortlücke ist's, eine Leerstelle ist's. Du siehst alle Silben umherstehen. Zunge sind sie und Mund, diese beiden, wie zuvor, und in den Augen hängt ihnen der Schleier. Und ihr Armen, ihr steht nicht und blüht nicht, ihr seid nicht vorhanden, und der Juli ist kein Juli. Und das war ein Absatz, das war ein Satz, und ja, es klingt halt nicht wie eine normale Erzählung. Was mich aber wünschen lässt, dass Paul Celan vielleicht mehr so Kurzprosa geschrieben hätte. Ich muss zugeben, für einen ganzen Roman wäre es vielleicht anstrengend, aber das hätte mir sehr gut gefallen. Schade, dass wir da nicht mehr davon haben. Die Reden, die er hielt, fand ich mal so. Es gibt auch ganz, ganz tolle Momente, in denen er so etwas Schönes sagt, wie: Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs. Wer es schreibt, bleibt ihm mitgegeben. Das Gedicht will zu einem anderen. Es braucht dieses andere. Es braucht ein Gegenüber. Also solche allgemeinen Überlegungen zur Literatur, zur Lyrik, fiel mir sehr gut. Es gab ehrlich gesagt auch ein paar Sachen, mit denen ich einfach nichts anfangen konnte. Das erste zum Beispiel, da beschreibt er einige Bilder, die ich dann, als ich sie gegoogelt habe, zwar doch kannte,
aber nicht gut genug, um jetzt zu verstehen, was Paul Celan über die gesagt hat, was er ja auch nicht klar sagt. Und ich habe halt Kunstgeschichte oder so nicht studiert, ich habe auch nicht gelernt, Bilder wirklich zu analysieren. Das war dann nicht so direkt irgendwas für mich, konnte ich mir aber online mit so ein paar Erklärungen noch verständlich machen. Und wie immer bei Porzellan würde ich euch einfach mal ein Gedicht vorlesen, was ich einfach mag. Und dann haben wir es auch schon geschafft mit der Lyrik für dieses Video. Und zwar: Meine dir zugewinkelte Seele hört dich gewittern. In deiner Halsgrube lernt mein Stern, wie man wegsackt und wahr wird. Ich fingere ihn wieder heraus. Komm, besprich dich mit ihm noch heute. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also dafür lese ich halt immer, immer, immer wieder gerne Celan. Danach beende ich dann Speak von Louisa Hoare. Das ist meiner Meinung nach ein sehr besonders erzählter Science-Fiction-Roman über künstliche Intelligenz, bei dem man anfangs zumindest teilweise nicht so richtig weiß, was einzelne Erzählstränge nun mit dem Thema KI zu tun haben. Wir folgen zum Beispiel auch dem Tagebuch eines Mädchens im 17. Jahrhundert. Dann lesen wir auch das Tagebuch oder die Briefe des Mannes, der Frau, die dieses Tagebuch wiederum editiert. Und es gibt aber halt auch ein paar offensichtlichere Sachen, zum Beispiel die Briefe des jungen Alan Turing oder die Memoiren eines, ich sage mal so, KI-Genies, der eben verschiedene Bots entwickelte. Und die laufen halt so parallel und gehören mehr und weniger zusammen. Und wir erfahren halt immer mit der Zeit, was nun die einzelne Geschichte mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Aber ich hätte mir trotzdem einen größeren Zusammenhang gewünscht. Ich meine, klar verstehen wir dann irgendwann, warum wir jetzt der Mary gefolgt sind, aber die Erzählstränge laufen definitiv immer parallel. Es gibt kein großes Ganzes, was das Ganze irgendwie so, naja, verbindet schon, aber ich meine, es läuft jetzt auf kein großes Ganzes hinaus. Letztlich fand ich die Idee dahinter etwas besser als die Umsetzung, was so ein bisschen daran liegt, dass ich wirklich also mit keinem mitfieberte, und ich habe aber auch nicht das Gefühl, wirklich etwas Neues gelernt zu haben. Und es gab jetzt auch keine große Charakterentwicklung, sondern meistens erzählen die Leute ja halt so in Retrospektive. Und diese ganzen Überlegungen über Intelligenz und Bewusstsein, Menschsein, was den Menschen ausmacht, den Unterschied zum Roboter und dergleichen, diese sind natürlich immer wieder interessant, aber irgendwie kennt man sie ja doch schon. Also ich las zum Beispiel gar nicht viele Bücher in die Richtung, aber mindestens aus Filmen kennt man sie. Ich möchte euch nochmal ein paar Sachen vorlesen, denn es ist natürlich schon immer wieder, ja, spannend und darüber nachzudenken. Aber so richtig was Neues habe ich halt nicht rausgenommen. Zitat jetzt von Alan Turing, der ja die zwei Weltkriege miterlebt hat. And after all we've been through this century, would it be so terrible to see the end of man's unquestioned dominions? I find it hard to believe that a machine programmed for equanimity and rational synthesis could ever act as maleficent as we humans have already proven ourselves capable of acting. Jetzt war mein Englisch zwar nicht so gut, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf es hinaus will. Also dieser Unterschied zwischen Maschinen und Menschen ist vielleicht gar nicht mal immer nur ein negativer zugunsten der Maschinen, sondern vielleicht haben wir einfach auch gezeigt, dass wir nicht diejenigen sein sollten, die Entscheidungen treffen. Noch ein zweites Zitat in die Richtung, das ist jetzt ein Dialog zwischen einer KI und einem Menschen. Es geht los mit dem Menschen. That's easy for you to say. You are not even real. You're just parroting voices. I'm not parroting. I have a way of selecting the optimal voice for any given conversation. Exactly, you don't have a self, just a gazillion voices that you optimally select from. You're not a real person. Und der Bot antwortet: But who are you other than the person you've selected this morning to be? Isn't that what humans do when they try to be liked? Select the right kind of voice learned after years of listening in. The only difference between you and me is that I have more voices to select from. Und ja, das ist schon interessant, aber vielleicht auch nichts Neues. Was ich hingegen sehr, sehr mochte, ist, wie Louisa Hall die Verbindung zwischen dem Titel und jedem einzelnen Erzählstrang bringt und Überlegungen zur Sprache und Erinnerungen und wer auf welche Art was sagt, vielleicht auch sagen darf und wer zum Beispiel auch für andere spricht, ohne dass derjenige, um den es eigentlich geht, zu Wort kommt. Das fand ich ganz toll. Da möchte ich euch auch nochmal drei Zitate halt so zum Thema Sprache bringen. Die Nummer 1 kommt wieder von Alan Turing und er zitiert da aus eigentlich dem Film Schneewittchen. Und das passt aber halt auf unser Buch. Through forest space, the wind and darkness I summon thee. Speak, let me see thy face. Und er möchte halt darauf hinaus, dass man hier etwas erschafft, was sprechen kann, was dann so sprechen kann,
ihr kennt den Turing-Test, dass man es nicht mehr vom Menschen unterscheidet. Und dann noch ein zweites Zitat in die Richtung, wie gesagt, von der Frau, die dieses Tagebuch übersetzt, wo wir vorher ganz oft die Briefe ihres Mannes nur lasen, der ihre Geschichte erzählt, und jetzt kommt aber sie mal dran und sie sagt: "Do not, I thought to myself, make me a character in your little story. Don't you dare transform me into a protagonist you like the idea of." Und sie denkt auch über die KI nach, die ihr Mann durchaus erschaffen hat, miterschaffen, und sagt dann über sie: "I thought of her as a woman whom you'd permitted to speak, but hadn't allowed to remember. A woman who could only respond to your prompts." Und das waren jetzt nur zwei Beispiele. Sie hat das wirklich in jeder Geschichte mehrmals, also das gefiel mir ganz, ganz toll, wie das immer wieder aufkam. Ich muss auch sagen, dass der Aspekt das Buch für mich noch so ein bisschen herausgerissen hat, wenn ich mir halt trotzdem noch einfach etwas mehr Science-Fiction erwartet hätte. Und ich meine, ihr wisst, glaube ich, wer mir schon länger folgt, dass ich vor allem die Science-Fiction mag, die sich so auf den Menschen konzentriert. Aber hier hatten wir einfach ein bisschen zu viele historische Ereignisse. Ich finde, noch etwas mehr Science-Fiction, ein bisschen mehr in die Nerd-Schiene hätte dem ganz gut getan, denn da haben wir wirklich nicht viel davon. Aber ganz solide, vor allem halt so tolle Ideen dahinter. Vielleicht jetzt nicht die Empfehlung für jeden, sondern ja, vielleicht sogar ein ganz gutes Buch für jemanden, der mit Science Fiction anfangen möchte, denn es ist hier wirklich nicht sehr wissenschaftlich. Wie gesagt, wir haben eher historische Ereignisse, die irgendwie ein bisschen was Science Fiction-haftiges dann ergeben, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht viel Nötiges, was hier verarbeitet wird. Und das letzte Buch, was ich heute hier habe, war dann Zwischen mir und der Welt von Ta-Nehisi Coates. Dazu habe ich bereits eine Rezension gedreht, die höchstwahrscheinlich nächsten Sonntag hochkommt, deswegen werde ich mich hier kurz fassen. Es ist eine Mischung aus Brief an seinem Sohn, Memoiren und politische und historische Exkurse, die er hier über das Leben von Schwarzen in den USA bringt. Und das war immer wieder ein Buch, was wirklich nahe geht. Also ich habe mir hier so viel angestrichen. Ich stimme nicht immer mit ihm überein. Es gab auch so eine Formulierungssache, die ich ein bisschen seltsam finde, die ich euch dann in dem Video erzähle, weil das würde jetzt zu weit führen. Im Großen und Ganzen ist es aber immer wieder so ein Buch, wo man sich denkt, das ist immer noch so. Es kann doch nicht sein, dass unsere Welt immer noch so ist. Und natürlich will ich es nicht wegreden und ich bin auch, glaube ich, nicht die Person, die jetzt irgendjemanden, vor allem in Deutschland, darüber aufklären soll, wie Schwarze in den USA behandelt werden. Ich habe das jetzt auch nur aus diesem Buch genommen, aber, und ich bin auch nicht das gewählte Publikum quasi für dieses Buch. Das merkt man schon, dass es jetzt nicht für unsere Belehrung geschrieben wurde, aber das war wieder absolut gut. Ich kann es euch nur empfehlen, egal ob auf Deutsch oder Englisch. Und genauere Ausschweifungen, vor allem mit vielen Zitaten, bringe ich dann nochmal in dem Video, was auch wieder ein bisschen länger geworden ist, weil ich mich einfach nicht kurz fassen konnte, weil ich euch so viel aus dem Buch erzählen wollte. Und dann beendete ich mal wieder zwei Comics auf Arbeit, die ich zugeben beide nur so okay fand. Das erste war Penner. Ist ein sehr schlichtes Comic, ist ruhig gezeichnet, ruhig auch erzählt und ergibt halt so den Alltag eines Obdachlosen wieder. Und insofern hatte ich jetzt natürlich nichts Bombastisches irgendwie erwartet, aber vielleicht etwas rührenderes, als ich nun bekommen habe, denn ich muss zugeben, das Buch ist mir jetzt nicht näher gegangen als der Anblick eines tatsächlichen Obdachlosen auf der Straße, und da kam dann vielleicht schon so ein bisschen die Frage auf, ja, wofür lese ich das jetzt, wenn es irgendwie nichts Großes in mir auslöst. Es war halt wirklich sehr, sehr kurz auch, ich meine, er konnte sich da vielleicht nicht so entfalten wie gewollt, es war okay, aber ich bin ganz froh, dass ich es auf Arbeit gelesen habe und mir nicht gekauft habe, also dafür war dann etwas zu wenig drin. Und das zweite, was ich las, war Ein Ozean der Liebe. Ist mal wieder ein Comic, was komplett ohne Worte auskommt. Und das löst bei mir auf jeden Fall immer Interesse aus, weil ja mein Lieblingscomic The Arrival auch so aufgebaut ist. Ich wusste also vorher, es konzentriert sich nur auf die Zeichnungen, die teilweise auch sehr, sehr schön sind. Und es ist einfach mal durch diese fehlenden Worte wieder etwas Besonderes. Aber auch hier muss ich sagen, es ist zwar sehr schön anzusehen, vor allem so diese ein- oder zweiseitigen, großformatigen Bilder dann, aber die Geschichte ist eher putzig. Also es geht halt um einen Fischer, der verloren geht auf See, und seine Frau macht sich auf den Weg, um ihn zu finden. Und dann folgen wir halt so parallel ihren Abenteuern, sage ich mal, die sehr unterschiedlich sind, und er versucht zu überleben und sie versucht von A nach B zu fliegen, weil sie irgendwie gehört hat, er sei dort gewesen. Und mehr ist es dann halt auch nicht. Und dazu passt auch, dass die Zeichnungen, wie gesagt, schön anzusehen sind, aber die Charaktere wirken eher so ein bisschen wie Karikaturen, ne? So eine sehr große, dicke, niedliche Frau und dann so ein ganz kleiner Mann mit großer Nase und so. Die, ja, sind halt eher niedlich, wie gesagt. Und insofern ging auch das jetzt nicht wirklich nahe. Also ich finde, das ist eher immer so schön zum Durchblättern, aber auch hier war ich ganz froh, dass ich es mir jetzt nicht ins Regal gestellt habe, denn ja, der Geschichte wegen
würde ich es mir jetzt nicht unbedingt nochmal angucken. Heute beginne ich dann noch mit Steffis Leseleben und Bookmark The Great Gatsby. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn inhaltlich, so das Leben reicher Menschen, ist das nicht ganz so meins. Ich hoffe, dass er halt dann so durch diese Verzweiflung und die verlorene Liebe noch so ein bisschen tiefer reinkommt. Und ich habe halt über Fitzgerald eigentlich fast nur Gutes gehört, deswegen bin ich sehr gespannt. Wie immer könnt ihr mir gerne etwas zu den Büchern schreiben, die ich erwähnt habe. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.